Und einer von diesen 309, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt mal kurz das Saalbild verlassen, ist jetzt bei mir Michael Kretschmer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Hier im Deutschen Bundestag hat seine Stimmkarte schon eingeworfen. Ich vermute, es war eine rote. Ja, es war eine Gegenstimme zu diesem Schauspiel, was wir jetzt gerade erleben, in 38 Minuten dieses wichtige Thema, das ist wirklich unwürdig. Und man muss schon sagen, nachdem wir so viele Jahre miteinander vernünftig gearbeitet haben, am Ende dieser Koalition so ein Vertrauensbruch der SPD, sich eine Verfahrensmehrheit zu organisieren mit SPD und Linken, das ist eine bittere Erfahrung. Das, was Sie Vertrauensbruch nennen, ist nur möglich geworden, weil die Bundeskanzlerin den Begriff der Gewissensfreiheit der Abgeordneten in einem Interview, in einer Talkshow einer Frauenzeitung überhaupt erst erwähnt hat. Dann hat in der Tat die SPD darauf reagiert. Aber im Grunde ist also doch die Verursacherin dessen, was hier heute passiert und was in der Tat natürlich auch überraschend ist, nicht die SPD-Fraktion, sondern ihre Parteivorsitzende. Also ich hätte auch nicht anders geantwortet auf diese Frage, als die Bundeskanzlerin getan hat, weil es in der Tat ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Wie wollen wir mit diesem Thema Ehe umgehen? Was passiert da gerade in Deutschland? Und Gewissensentscheidungen sind Debatten, wo die Abgeordneten sich über Wochen und Monate mit eigenen Gesetzanträgen aufmachen, versuchen, eine Lösung zu finden. Und diese Debatten sind nicht Holter die Polter, sondern haben einen langen, gründlichen Vorlauf. Das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben. Und man muss eben sagen, das wird dem Thema nicht gerecht. Wir haben einen Unterschied zu Frankreich, zu Spanien, wo hunderttausende Menschen auf der Straße waren wegen dieser Gleichstellung. In Deutschland wirklich einen Konsens, dass diese unterschiedlichen Lebensformen akzeptiert sind. Und durch solche Hauruck-Aktionen wird das eher gefährdet als unterstützt. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum Sie Hauruck-Aktion sagen. Es gibt diesen Gesetzentwurf, der jetzt hier gerade abgestimmt wird. Wie es ausgeht, wissen wir natürlich noch nicht. Den gibt es seit 2003. Er ist 2015 nochmal abgestimmt worden im Bundesrat. Er ist 30 Mal aufgerufen worden im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Vizekanzler Gabriel hat einen Brief geschrieben an die Bundeskanzlerin. Also es gab so viele Möglichkeiten darüber zu diskutieren, aber sie wollten ja gar nicht drüber reden. Ja, es fehlt eine Grundsatzdebatte auch in Deutschland und es fehlt vor allen Dingen für dieses Gesetz, das werden wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen erleben, jegliches Ausführungsgesetz, jegliche Anwendungsverordnung, die es gibt. Also mit diesem Gesetz wird jetzt gerade in den nächsten Wochen ein großes Chaos organisiert. Wenn in Zukunft ein gleichgeschlechtliches Paar zu einem Standesamt geht und möchte das eintragen, hat es gar keine Möglichkeit, geschweige denn, dass man noch weiß, ob das alles mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das ist dem Thema unwürdig und das ist das, was wir jetzt auch kritisieren. Ich verstehe das alles, was Sie sagen und das ist ja in Teilen auch richtig, aber der Punkt ist doch, Sie wollten nicht drüber sprechen. Jetzt sagen Sie, Sie konnten nicht drüber sprechen. Das passt doch nicht zusammen. Ja, wir haben in dieser Koalition eine Vereinbarung, dass in dieser Legislaturperiode dieses Thema nicht zum Abschluss gebracht wird. Das steht im Koalitionsvertrag so drin. Wir haben eine ganze Menge an Themen bearbeitet, dies gehörte nicht dazu. Und deswegen ist es eben nicht in Ordnung, dass in dieser kurzen Zeit jetzt auf diese Art eine Entscheidung erzwungen wird. Das nimmt weder im Bundestag die Leute mit, die offen sind, noch in der Gesellschaft. Und genau das ist aber bei diesem gesellschaftspolitischen Thema notwendig. Ich versuche es nochmal anders. Warum sind Sie nicht schon 2015 auf die Debatte eingestiegen? Sie hätten sie führen können, wenn Sie gewollt hätten. Ja, weil es auch durchaus auch andere Meinungen gibt. Es gibt einen großen Teil, das werden wir jetzt ja gleich in der Auszählung der Stimmen erleben, von Personen, die sagen, wir sehen keinen Veränderungsbedarf. Ich sehe auch keinen Veränderungsbedarf. Es gibt eine Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und Ehe bis auf zwei Punkte. Und das eine ist der Name und das andere ist die Frage der Adoption. Und über dieses Thema Adoption ist vorhin jetzt gerade in dieser Debatte auch überhaupt nicht gesprochen worden. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber das sind doch genau die Unterschiede, die jetzt durch dieses Gesetz aufgehoben werden. Also Sie sagen, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Partnerschaften zwischen gemischgeschlechtlich und gleichgeschlechtlich. Aber es gibt doch genau diese Unterschiede, das Adoptionsrecht und eben auch der Name. Und für viele gleichgeschlechtliche Paare ist dieser Name doch offensichtlich wichtig. Also den Namen gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft hat sich Rot-Grün ausgedacht, die dieses Gesetz gemacht haben. Und wir haben in Deutschland ein so hohes Maß an Akzeptanz und Toleranz für diese verschiedenen Lebensformen, wie es in kaum einem anderen Land in Europa der Fall ist. Hier kann man wirklich sagen, in Deutschland kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und durch dieses unseriöse Vorgehen der SPD wird das aus meiner Sicht jetzt gerade beschädigt. Das ist sehr ärgerlich. Wie ändert sich für Sie? Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was ändert sich für Sie, wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten können und das Ganze auch Ehe nennen können?
Ich bin nicht verheiratet und habe zwei Kinder. Und das ist nicht die Frage, was sich für mich ändert, sondern es ist die Frage, ob es zwei Dinge sind, die gleich sind oder nicht. Und man muss einfach sagen, eine Ehe ist eine Verbindung von Frau und Mann. Eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft sind zwei Frauen und zwei Männer. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und deswegen ist es richtig, dass wir dafür zwei Rechtskonstrukte geschaffen haben, die bis auf den Namen und die Frage der Adoption eben auch wirklich gleiche Rechte und Pflichten haben. Das Grundgesetz, das Sie vorhin angesprochen haben, definiert Ehe nicht, sondern es sagt zwar, die Ehe steht unter einem besonderen Schutz, aber das Grundgesetz sagt nicht, dass eine Ehe aus Mann und Frau bestehen muss. Also als das Grundgesetz gemacht worden ist, gab es nur Verbindungen von Mann und Frau. Und das Bundesverfassungsgericht hat noch in den letzten zwei Jahren diese Auffassung, dass eine Ehe, eine Verbindung von Mann und Frau ist, immer wieder bestätigt. Deswegen gibt es ja eine ganze Reihe von Juristen, die jetzt verfassungsrechtliche Bedenken haben. Und auch dieses Thema hätte ausgeräumt werden müssen. Wenn man so ein großes gesellschaftspolitisches Thema angeht, muss man auch diese Frage sicher beantworten können. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner letzten Rechtsprechung gesagt, dass Kernbereich der Ehe eine Mann-Frau-Frau-Mann-Beziehung ist. Das heißt aber, dass auch andere Varianten durchaus möglich sind. Auch schon in der Vorinterpretation des Bundesverfassungsgerichts. Also wir haben ja gerade auch noch mal in der Debatte gehört, dass selbst der Bundesjustizminister mit Verweis auf das Bundesverfassungsgericht vor wenigen Jahren noch genau diese Position vertreten hat. Er hat sie jetzt geändert, weil es diese Abstimmung gegeben hat. Das ist alles ein wahlkampftaktisches Manöver für dieses wichtige Thema unwürdig. Es bleibt ein großer Vertrauensschaden. Und ich bin deswegen etwas auch verärgert, weil ich eben sehe, dass es in Deutschland eine große Akzeptanz gibt, auch bei mir persönlich, für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Und warum man das jetzt mit der Brechstange so machen muss, warum man diesen Ehebegriff auf diese Weise kapern muss, das verstehe ich nicht und ich halte es für wirklich schädlich. Michael Kretschmer, Generalsekretär der CDU in Sachsen, aber auch stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind in dieser für Sie offenbar nicht ganz einfachen Entscheidung, die hier heute der Bundestag verabschiedet.